Hey Leute, ich bin's, euer Conny und willkommen zurück zu Battlefield. Ich habe hier eine Runde schon drauf gespielt, also was heißt hier gespielt? Ich bin gespawnt, habe eine Rakete abgeschossen, Panzer getroffen, dann war die Runde schon zu Ende. Und ich... Okay, den Ladebildschirm müssen wir nicht mal abwarten. Wir spielen als Engineer, heißt Pionier mit dem Raketenwerfer und alles. Und wir spawnen mal bei unserem Kollegen. Okay, oder auch nicht. Objective Bravo is ours. Versuch einfach mal schnell durchzufahren. Da, so. Looks like we got a hostile chopper operating to your east. Wir versuchen jetzt sie einzunehmen. Und da werde ich schon gerade von irgendwas beschossen. HC wurde bereits vom Gegner eingenommen. Heißt, wir müssen uns hier und da schon mal auf den Kampf vorbereiten. Ich bin Captain. Das heißt, ich werde gleich mal den Befehl ausgeben, C anzugreifen. Gleich nachdem ich hier entlanglaufe und den Fahrstuhl benutze. Also C angreifen. Die Fahrstühle hier relativ weit an den Außen, außen, die bringen einen nämlich hier aufs Dach. Heads up, I have eyes on an enemy helicopter west of where you are. Da vorne ist auch bereits schon ein Kollege. Spotted a hostile soldier. Was? Okay. Habe ich gerade schön an Gewicht bekommen? Okay, perfekte Flugkünste. Da ist er gerade rausgesprungen. Wahrscheinlich letztes. Und okay, wie schlecht habe ich den gerade geschossen, dass ich den nicht gekillt habe? Wir haben 11 HP. Das ist nicht besonders viel. Vielleicht haben wir mal ein Medikum oder sowas. Okay, wir regenerieren uns langsam. Aber stetig. Versuch nur mal aufzustehen und zu schauen. Okay. Surprise, Motherfucker! Okay, hat leider nicht funktioniert. Das ist eine Granate. Versuch's nochmal mit dem Raketenwerfer. Okay, das war keine gute Idee. Hat nicht gut funktioniert. Wir waren nämlich gleichzeitig auch in die Luft gejagt. Versuche es noch einmal. Von B aus, darüber zu laufen. Theoretisch, wenn ich Asi wäre, könnte ich... Mir hängt man hier immer noch fest. Weiß jetzt nicht wieso. Oh, hier gibt es keinen anderen Ausgang, ich muss hier durch. Ah, okay. Boah, jetzt lass ich schauen. Okay, ich gebe den Befehl A anzugreifen. Okay. Denn das wird gerade hinter unserem Rücken eingenommen. Und das möchte ich verhindern. Noch sehe ich niemanden. Das bedeutet nicht immer alles gut. Wow, okay. Na, oh,
den Typen gerade in die Luft jagen. Mit dem Raketenwerfer. Im Auto hätte es nämlich sehr gut gepasst. Spawn mal schnell hier. Wenn er sich eine Minute gedulden würde. Okay, er macht einen zweiten Anflug. Ansonsten kann ich also so lange hier reinschießen. Okay, jetzt versuchen wir gemeinsam sie anzugreifen, einzunehmen. Wow. Wird auch immer direkt von Snipern ins Visier genommen. Okay, da habe ich auch gerade jemanden links gesehen. Der linken Seite davon. Also C war eingenommen. Und ich mach kurz einen Kamikaze-Angriff, um die letzten Soldaten hier noch wegzukriegen. Okay, wie es aussieht, ist der Bereich frei. Und das war ein kleiner Leck. Ich werde mal das Ding hier rein runterfahren lassen. Tschüss. Okay, da kommt ein Helikopter, ein feindlicher. Oh, okay. Den hat bereits erwischt. Und... ich spring mal runter. Okay. Er hat uns weggelatzt. Scheint so auszusehen, als wenn die den einen Eingang nehmen. Dann Dacheingang. Und ja. War mal auf dem Dach. Und arbeite als Sani. Das wäre hier vielleicht nicht so schlecht. Wenn ich dran komme, kann ich den noch reanimieren. Okay. Das war zu langsam leider. Und den Gegner habe ich gesehen. Leider zu spät. Ach Gott. Ich glaube, ich bin wieder stark aus der Übung. Und ich versuche mal jetzt. Wahrscheinlich steht am Panzer oder sowas. Ich kann es mir vorstellen. Okay. Oh, der Turm ist gerade eingefallen. Schön, dass ich das auch mal bemerke. Ich versuche unserem Kollegen zu spawnen. Als Medic. Und mal schauen, wo der da drin, in welcher Suppe er landet. Okay, unser Kollege ist gleich draufgegangen. Uns aber nicht davon ab, trotzdem reinzugehen. Und das war C schon eingenommen. Und ja, wie die Leute alle nachkommen und nachkommen. Was ist denn? Hast du ihn gemessert? Von links von mir auf jeden Fall beschossen. Übrigens, wenn man zum Beispiel ein Ammo-Pack oder auch ein Medipack hinstellt,
man drüber rennt, dann bekommt man das automatisch. Das wird sozusagen ins Inventar gepackt und lädt währenddessen sekundär das ganze... kriegt man die ganze Munition und das Leben. Und man kriegt auch Punkte dafür, wenn es halt, wie gesagt, eingesammelt wird. Und da ist ein Panzer. Den werde ich mal versuchen in die Luft zu jagen. Ob es mir gelingen wird, weiß ich nicht. Versuchen kann man es aber. Wenn ich dich gerade festhängen würde. Treffe ich. Ich habe ihm 22 Schadenspunkte gegeben. Den Panzer. Und jetzt nur 31. Hill-Assist und alles. Heißt, ich hatte den Panzer zum Großteil in die Luft gejagt. Und jetzt nehmen wir den Punkt ein. Okay, hier sind viele Panzer. Ja, hier. Okay, so. Und unser Pilot ist der kriminelle, das kriminelle Lama. Und ich gehe mal auf der Suche. Wow, okay. Habe ich gerade schön auf die aufs Müll bekommen. Und sei vorsichtig. Wer weiß, wer hier noch alles rumlungert. Ja, hier ist niemand. Also wir können zurück. Und ich gebe dem Befehl, B anzugreifen. C anzugreifen. Da liegt ein gegnerischer Heli. Ich glaube, der versucht auf dem Dach zu gehen oder so ähnlich. Können wir erstmal lassen. Okay, D wird eingenommen. Irgendwo sollten wir uns ein bisschen er sollte mir helfen. So, jetzt ist richtig. Und ich hätte einen Verdacht, wer der Gegner ist. Irgendwo da in den Seiten. Denn ich hätte mich da auch einmal schon verkaufen, um einen Punkt einzunehmen. Und okay. Egal, wir müssen erstmal weiter. So, irgendwann Transport hin. Da oben. Bin mir ziemlich sicher, der hat jetzt hier irgendwie Leute auf dem Dach gedroppt. Und ich würde sagen, Headshot. Die Typen sind da unten. Oh weia, mit diesem Nex kann man echt nicht ziehen. Also nicht gut. So. Hallo? Den haben wir weggehauen. Geht langsam die Munition leer aus. Das finde ich nicht schön. Das sind Gegner. Moment. Und hier sind Heli-Einzelteile. Mysteriös. Da klettern wir einfach. Okay. Sieht ziemlich komisch aus. Dieses kleine Pistolensymbol auf der Karte. Das bedeutet, dass da dort eine Waffe liegt. Zum Beispiel ein Raketenwerfer oder so ähnlich. Und ich schau mal, ob wir den uns krallen können. Okay, ich schaue mich gerade um, wo die Waffe liegt. Aber finden kann ich sie gerade nicht. Egal, kann auch sein, dass ich mich vertan habe und das eben nicht bedeutet, dass da irgendwas ist. Erstmal schauen. Oh, hier steht ein Panzer.
Lass mich doch zur... Ach komm! Ja. Schwere Geburt. Versucht man ins Wasser zu springen und abzutauchen? Das klappt recht gut. Sollten wir lieber auftauchen, bevor wir hier noch ersaufen. Was hat jedenfalls versucht mit dem Abtauchen? Und wir klettern mal hier hoch. Versucht mal hier hoch zu klettern und von oben dann mit den Raketen drauf zu holzen. Und die Leiter fehlt. Also rennen wir hier runter. Trotzdem sollten wir vorsichtig sein. Da sehe ich zum Beispiel einen und... Okay.